Der Cum-Ex-Untersuchungsausschuss der Hamburger Bürgerschaft befragt heute erste Zeugen aus dem Bundestagsfinanzausschuss zur Steueraffäre um die Warburg-Bank. Hintergrund ist ja, dass Bundeskanzler Olaf Scholz als Finanzminister vor dem Bundestagsgremium andere Aussagen über Treffen mit dem ehemaligen Warburg-Chef Christian Olearius gemacht haben soll, als vor dem Hamburger Ausschuss. Allerdings, von den Sitzungen des Finanzausschusses existieren keine Wortlautprotokolle. Nun sollen die ehemaligen Mitglieder dazu befragt werden, an welche Aussagen von Olaf Scholz sie sich noch erinnern. So soll geklärt werden, ob Scholz zu seiner Zeit als Hamburger Bürgermeister Einfluss auf die steuerliche Behandlung der Warburg Bank in der Cum-Ex-Affäre genommen hat. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.